hat. Es geht darum, Arbeitsplätze abzubauen, billiger zu machen und. Und der Dresdner Flughafen stünde heute voll mit einer riesigen Anzahl von Privatjets. Finanziert zum großen Teil auch durch unsere Steuergelder. Und das Schlimme ist, wir dürfen nicht wissen, warum wir diese Steuergelder überhaupt bezahlen. Gestern hatte ich das Vergnügen, mit einem Landtagsabgeordneten dort vor dem Bilderbergzaun zu stehen. Der hatte über seine Fraktion eine Anfrage gestellt, was denn bitteschön dieses Bilderberg-Treffen kostet. Aber die Antwort, die er bekommen hat, war, ja, die Konferenz ist noch nicht vorbei, wir können das noch nicht sagen. Der gute Mann will zumindest dranbleiben. Also das heißt, auch die Abgeordneten sind nicht allesamt einverstanden mit dem, was hinter den Bühnen